Die wunderschöne Frauenkirche mit ihren 5 Emporen und ihrer mächtigen Kuppel war der Aufführungsort für das Liebesmahl der Apostel. Dieses ist das einzig geistliche Chorwerk, zu welchem ich durch die Annahme der Wahl zum musikalischen Vorstand der Dresdner Liedertafel veranlasst wurde und es gedieh zu einem ordentlichen Erfolge. Die Uraufführung fand anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Gotteshauses statt, zu dem eigens ein Männergesangsfest initiiert wurde. Bis ganz nach oben verteilte ich mehr als 1000 Sänger und ein Orchester von über 100 Musikern. Zwar hatte ich mir eine noch gewaltigere Wirkung vorgestellt, das Publikum aber, das war begeistert. In meinem Parsifal aber griff ich den himmelsgleichen Gesang aus diesem herrlichen Kuppelrund wieder auf.